Was geht ab, Freunde? Wally geht es mit einer neuen Folge Star Wars Jedi Survivor. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, wie immer natürlich Dankeschön für euren Support. Freue mich, dass ihr immer noch am Start seid. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Soll das jetzt die letzte Folge sein oder die vorletzte? Gerne nochmal unterstützen das Ganze. Würde mich sehr, sehr freuen. Danke dafür. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Let's Play. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt durch und schauen doch mal, was passiert. Ich habe mir Sorgen gemacht. Moment, lass mich raten. Er hat wieder gegen die ganze Basis gekämpft. Allerdings. Okay, Kerl. Wir wissen nicht, wo Boat ist. Und wir haben keinen Kompass. Sei bitte ehrlich, ich werd's ertragen. Haben wir verloren? Ein Kompass ist noch übrig. Wenn ihr das hier hört, wisst ihr, wo ich ihn gelassen habe. Sollte der Kompass weg sein, verzweifelt nicht. Was ist das? Es ist nicht bloß ein letzter Abschied. Es gibt noch einen anderen Weg nach Tenelor. Aktiviert die Anlagen und richtet sie dann auf die Koordinaten in dieser Nachricht aus. Da ist ein Kontrollzentrum. Wenn wir die Anlagen ausrichten, können wir einen Kurs durch den Abyss kreieren. Moment, nur damit ich es richtig verstehe. Du willst, dass sich die Mantis durch eine Nebelfliege der Schiffe frisst? In einen winzigen Tunnel, den 200 Jahre alte Tech freigelegt hat? Ja. Ja. Okay, bin dabei. Grease. Geiler Typ. Am Abgrund. Überleben Nova Garon. Oder Garon. Santaris letzte Nachricht an Dagan Jarrah eröffnet ihr eine Wahl bei seinem Erwachen. Sie zu finden oder sein zwanghaftes Streben nach Tanalo fortzusetzen. Können wir jetzt wieder unsere... Warte. Santa Cruz Abyss-Experimente. Vor der Erfindung des Kompasses wurde die Wellentechnologie der Anlage genutzt, um Kobo-Materie zu entfernen, wodurch Forschungssonden tiefer in den Abyss vordringen konnten. Aufgrund der instabilen Natur der Wellentechnologie hätte die Republik das Experiment fast beendet, doch dann lieferte denn Dagan Jarrahs Blindflug die nötigen Koordinaten für den Bau des Abyss-Kompasses. Sorry. Können wir jetzt unser Kostüm wieder wechseln? Weil ich konnte es gerade eben nicht. Ich will natürlich jetzt nicht das Finale angehen mit der Kleidung, ja? Okay, Zorn. Kell war am Ende und gab kurzzeitig der dunklen Seite der Macht nach, um durch die imperiale Garnison zu gelangen und Bode zur Strecke zu bringen. Er konnte ihn jedoch nicht an der Flucht hindern und richtete seinen Zorn stattdessen gegen Denwig. Meryn wurde Zeugin, wie Kell dunkle Fähigkeiten einsetzte und überzeugte ihn anschließend von diesem Weg abzukehren. Nach der Rückkehr zu Mantis war die Stimmung verzweifelt. Alle Hoffnung schien verloren, bis BD-1 die Holo-Aufzeichnung aus Boats Quartier abspielte. Darin sagte Santa Cree zu Dagan oder Dagan, für den Fall, dass auch der letzte Kompass verloren ginge, den sie extra für ihn versteckt habe, gäbe es noch einen letzten Weg, um Tanalor zu erreichen. Kommt da noch was? Ja, das war's jetzt. Nee, wie ihr seht, ich kann das nicht wechseln. Ich kann es nicht wechseln aktuell. Wahrscheinlich müssen wir dann echt jetzt da erstmal hin. Sehen wir es uns an. 97,3%. Da ist bestimmt eine Kiste fehlt oder sowas, oder? Zeig mal her. Was fehlt da? Wo kann ich das denn sehen jetzt, was da fehlt? Sammelobjekte? Aber ist ja nur der Hangar. Ist auch scheißegal. Okay. Dann wieder... Ach, Kobo schon wieder. Yay! Kobo! Wie können wir überhaupt so sicher sein, dass dieses Experiment funktioniert? Können wir nicht. Wir starten also ein paar Anlagen, wofür auch immer die gut sind, machen ein Loch in den Abyss und fliegen durch. Tja, so könnte man es sagen. Jetzt will ich aber die dicke Flug-Action sehen von Nick Grease. Ein geiler Typ. Und wie gesagt, ich würde gerne die Klamotten wechseln. Ohne Witz, ey. Aber es wird wahrscheinlich gleich gehen oder der zieht sich automatisch was an. Bereit, wenn du es bist. Immer ready, Bruder. Immer ready. Thank you.
Ah, okay, guck mal. Ging doch direkt automatisch. Wir sind kurz davor, es zu Ende zu bringen. So oder so. Ja. Meine Gedanken kreisen ständig darum, was auf Nova Garen passiert ist. Ich weiß. Aber verliere vor lauter Grübeln nicht deine Entschlossenheit. Wir zählen auf dich. Ja, ich weiß. Wir machen das zusammen. Deswegen kann ich weitermachen. Okay. Das ist doch schön. Das sind mal schöne Worte. Das ist mir auch manchmal ein bisschen zu kurz gekommen. Was machst du hier? Ich wollte nur mal nachfragen. Keine Sorge. Bis die Anlagen aktiviert werden, ist die Mantis im Top-Zustand. Danke, Grease. Geh zu dem Kontrollzentrum. Ich halte hier die Stellung und bringe die Mantis in Form für ihren letzten... ich meine, ihr nächstes Ziel. Ach ja. Also anscheinend wirklich Finale jetzt, oder? Finale jetzt? Sachen anpassen. Oder was? Das müssen wir nochmal... Kurz mal gucken. Welche Klinge nehmen wir denn? Ich finde die auch ganz geil, Indigo. Finde ich ganz geil, ehrlich gesagt. Können wir eins nochmal eine andere Farbe geben? Ach ja, Leute, was soll ich sagen? Was soll ich dazu sagen, ey, zu der ganzen Sache hier? Akzente. Das sieht auch nicht so geil aus. Egal, scheiß auf, Mann. Warum verbringe ich jetzt hier eigentlich Zeit? Junge, was ist denn hier los, Alter? Schnellreise konnte man ja von hier nicht. Was geht denn? Das habe ich aber bis jetzt immer noch nicht verstanden, warum du das vom Schrift nicht aus Schnellreise machen kannst. Nee, geht wirklich nicht. So, lass mal kurz auf die Map gucken. Wo müssen wir überhaupt hin? Hallo, Map? Hä? Geht die Map auch nicht? Auf dem Schiff? Ja. Achso, hier vorne direkt. Ach, warte mal, da waren wir doch schon drinnen, schon mal, oder? Ist nicht das? Wo wir wie hieß es nochmal, so komische Apparaturen gesehen haben und so? Da waren wir doch schon mal drin. Und jetzt mal ernsthaft, wie kommt man hier an diese Kiste ran, ne? Ach, da oben, ne. Wie kommt man an diese Kiste ran, ne? Wie kommen wir denn jetzt am besten hoch, oder? Hier, oder? Ja. Okay. Ja, doch, hier waren wir doch schon mal drinnen vor Ewigkeiten. Hab soeben das Kontrollzentrum erreicht. Ich gebe Bescheid, falls ich Ärger kriege. Willkommen. Ich bin Santari Cree, die Leiterin dieser experimentellen Anlage. Die Sicherheitsprotokolle verlangen einen Mitarbeiter vor Ort, solange die Anlagen aktiv sind. Grease, wenn keiner von uns zurückbleibt, muss jemand hier die Anlagen aktivieren. Oh ja, sicher. Ich frag mal rum, ob hier jemand so halsbrecherisch ist. Törgel vielleicht? Vielleicht nee. Nicht Törgel. Ja. Ja, hier waren wir schon mal drin. Da haben wir so ein Ding aufgesammelt. Heftig. Gut. Ey, die Robe ist am Start. Die Farbe ist auch geil. Kann losgehen. Naja, hier waren wir doch. Aber wir konnten hier nichts machen. Wozu? Warte mal. Wozu? Okay, kann weitergehen. Beim letzten Mal waren aber, glaube ich, nicht so viele Grünen, wa? Wofür steht das? Steht das für die Kammern oder sowas? Die es hier auf Kobo gibt? Sieben Kammern und wir haben vier. Wird das hinkommen? Und dass so alle Kammern dann sind alle Bildschirme grün? Wird das passen oder muss man hier irgendwas anders? Irgendwas? Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir nicht so viele Grüne. Ich glaube, da waren sogar nur zwei, oder?
Ist jetzt einfach nur, ich weiß nicht. Es könnte aber sein, ne? Dass das irgendeine Bedeutung hat. Ach, was? Was machen die hier? Sterben! Nicht heute, sagt er. Nicht heute! Als hättest du irgendeine Wahl, ey. Ach Mann, ey. So, du kleine Müllsau, du, ey. Nein, ich wollte einen von denen heranziehen. Geh doch mal aus dem Feuer raus, ja. Scheiße, Mann, ich wollte ihn gerade abstechen. Oh, okay, das... Ist gut, dass das bleibt, ey. Ich dachte schon, wir haben das jetzt wieder verloren, weil wir jetzt eigentlich nicht mehr im Rage-Modus unterwegs sind. Aber cool, dass es bleibt. Ey, warte mal, was ist denn hier los, Alter? Moment mal. Was ist hier los? Hatte ich das die ganze Zeit an? Irgendwie fühlt sich das voll komisch an gerade. Gab's schon wieder ein Patch? Nichts mitbekommen. Gab's hier wieder ein Patch? Trigger-Effekte, hatte ich die ganze Zeit drin? Glaub nicht. Hä? Haben die das gepatcht oder was? Raus damit! Nee, Alter. Nee, das hatte ich aber nicht die ganze Zeit. War ein bisschen irritiert gewesen. Ich weiß es nicht gerade. Oh, ich hab keine Ahnung, ja. Doch, ich hatte die anderen, aber irgendwie. Ich weiß nicht, oder? Keine Ahnung, ey. Ich weiß auch nicht, ich will doch einfach nur überleben, okay? Hä? Ich hab die nach vorne geschleudert, die Bombe, und die geht dann einfach links hinter mich quasi? Geh dahinter. Gib mir einen BD. Muss ich nochmal einstellen. Ich glaube, ich hatte es doch an. Ich weiß ja nicht. Geil. Stech ihn ab. Stech ihn doch ab, ey! Mein Gott, den nervt so krass. Jo, beide gleichzeitig. Jo, die spawnen wieder von mir einfach. High Class. Das ist einfach Masterclass. Ja, Masterclass. So und nicht anders. Sag mal, ist das jetzt hier einfach eine Prüfung? Warum kommen die Leute da? Warum? Warum sind die hier so in Überzahl? Über das Ausrichtungskontrollzentrum. Das Kontrollzentrum war mit einem unterirdischen Überwachungssystem modernster Sicherheitstechnik und einem Aussichtsdeck ausgestattet. Hier war das Herz von Forschung, war das Herz von Forschung und Experimenten auf Kobo. Hauptzweck war jedoch die Ausrichtung der verschiedenen Anlagen auf Kobo und seinem Mond. War sie erfolgt, konnten die experimentellen Wellentechnologie der Republik Kobo Materie auflösen. Okay. Ich hat Bord ihnen gesagt, dass wir kommen. Ja, stimmt, ja, gut, das kann sein. Das ist, ja. Das, macht Sinn. Und schon hier ist hier. Ich glaube, die andere Seite? Durch die Tür dahin, ne? Eigentlich. Nee, einfach zurück. Einmal zurückgehen? Ah, ja, ja, klar, mit dem Dingen. Die konnten wir noch gar nicht. Wahrscheinlich können wir es jetzt erst, wa? Macht ja Sinn.
Deswegen kamen wir da auch damals nicht weiter. Also gefühlt fühlt sich das damals an. Das gefühlt auch 20 Stunden schon her. So. Das sieht vielversprechender aus. Ja. Alle Anlagen sind online. Aha. Jetzt müssen wir sie nur noch aktivieren. Cree muss die Anlage bei der Evakuierung abgeriegelt haben. Aber das wird uns nicht auffallen. Leitet auf dem Beobachtungsdeck die Ausrichtung ein. Eines muss man Cree lassen. Sie hat an alles gedacht. Okay. Ah, ja. Sie, du hast es geschafft. Grace hat gesagt, sie brauchen Unterstützung. Und hier bin ich. Von weiter weg. Sicher nicht einfach. Ich mag 200 Jahre alt sein, aber ich bin frisch wie ein Padawan. Erstaunlich. Oh, Kerl, das ist schlichtweg erstaunlich. Kannst du die Anlagen starten, wenn wir in Position sind? Oh, ich warte nur auf Ihren Befehl. Es wäre mir eine Ehre, den Traum von Meisterin Cree erneut wahr werden zu sehen. Für deine Meisterin. In den Abyss. Die Anlagen. In einer Kontrollanlage im Zentrum von Rambler's Reach konnte Cal die Anlagen von Kobo auf das, auf den Abyss ausrichten. Als die letzte lief, trat sie ein, um zu helfen. Sie wollte auf Cals Signal warten, um die Anlagen für Cal zu aktivieren und den Traum ihrer einzigen Meisterin zu erfüllen. Das Wissen, dass es möglicherweise eine Reise ohne Rückkehr wird, ändert nichts an der Entschlossenheit der Crew, die sich nun auf alles vorbereitet, was da kommen mag. Tanalor ruft. Tanalor. Ah! Das ist kein schlechter Anblick, oder? Wissen Sie, das... Kobo-Anlagen. Ach, immer dieses Verzögern. Das dauert immer so mit den Anzeigen. Du denkst dir schon, kann ich jetzt loslaufen? Kommt da noch eine Anzeige? Dann kommt wieder eine Anzeige. Dann denkst du, kann ich jetzt loslaufen? Kann ich jetzt weitergehen? Kann ich jetzt Gespräche führen? Nein, da kommt nie wieder eine Anzeige. Ich sag mal, es liegt nicht nur an mir. In der Vergangenheit war die Republik war fasziniert von den natürlichen Gegebenheiten. Das ist falsch. Was ist denn hier los, Alter? Also selbst Rechtschreibfehler sind in dem Spiel dabei. Die haben ja wirklich an alles gedacht. Wo sind wir stehen geblieben? Achso, ja. Von den natürlichen Gegebenheiten auf Kobo und Jedi wie Wissenschaftler wollten ihre einzigartige Energie nutzen. Das erste Ergebnis dieser Studien war die gewaltige Emitteranlage auf dem Mond des Planeten, die Kobo-Materie aus dem Weg räumen konnte und sie nutzbar machte. Der Bau zweier zusätzlicher Anlagen auf der Planetenoberfläche ebnete den Weg für das entschlossene Vorhaben der Jedi, den ansonsten unüberwindbaren Kobo-Abyss, welcher zum größten Teil aus Kobo-Materie besteht, zu durchqueren und seine andere Seite zu erreichen. Macht mich nostalgisch. Mein letztes Gespräch mit Meisterin Cree war vor 200 Jahren. Aber wenn ich sehe, wie ihr Experiment den Himmel erleuchtet, fühle ich mich ihr wieder ganz nah. Das verstehe ich. Das tun sie, nicht wahr? Oh, Cal Kestis, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht dankbar bin, dass Sie mich aus diesem eingestürzten Tunnel befreit haben. Gute Reise. Und wenn Dagon Gera diesen Flug auf sich nehmen kann, dann können Sie es auch. Ja, aber das kann er nicht, weil er tot ist. Das kann er nicht, weil er tot ist. Ich würde gerne mit Ihnen plaudern, Cal. Aber... Ach du Scheiße, wie tief geht es hier runter? Oh Mann, ey. Scheiße. Jetzt müssen wir ewig warten, ey. Nur weil ich kurz nochmal mit dir reden wollte, die uns sowieso wieder das gleiche erzählt. Na gut, ist mein Fehler.
Yes, mit dem Rückwärtssalto. So nicht anders. Gut. Bin gespannt. Zeit zur Mantis zurückzukehren, Kumpel. Dann fliegen wir durch den Abyss. Ich bin davon auch nicht begeistert, aber es ist der einzige Weg nach Tenalore. Töte mich doch, Lift. Komm, probier's, Fahrstuhl. Komm, komm. Probier's doch, probier's doch. Ich hab keine Angst. Ach ja, okay, ich bin gespannt aufs Finale. Auch da kann ich mir schon fast denken, wie das abläuft. Kannst mir eigentlich schon denken, wie es abläuft. Wir werden jetzt Bode besiegen. Der bittet mit dem letzten Atemzug Cal, sich um seine Tochter zu kümmern. Und wir machen es. Fertig. So in etwa.